Hallo Leute, herzlich willkommen bei Trackpoint. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit einem Sondervideo über die Destination Star Trek 2022 in Dortmund, die ich vor kurzem aufgesucht habe. Was waren meine Erwartungen? Was war gut? Was war schlecht? Darauf gehe ich mal heute hier ein. Dann legen wir nach dem Intro los. Die Destination Star Trek in Dortmund dieses Jahr war für mich etwas Besonderes. Das war meine erste Destination und so wie ich auch später erfahren habe, auch die letzte Destination. Sprich, es wird nicht mehr weitere Destinations geben, sei es im Ausland und auch sei es in Deutschland. Das macht es natürlich umso sonderbarer, dass ich dort diese Veranstaltung besucht habe. Grundsätzlich, ich war mit meinem Cousin unterwegs und meine Erwartungen waren natürlich, endlich mal Star Trek Fans zusammenzufinden. Generell, Star Trek hat ja in den letzten Jahren ein bisschen gelitten. Und so ein Destination hat man natürlich den Vorteil, dass sich viele Leute treffen. Und das gibt schon ein Gemeinschaftsgefühl. Und es macht Spaß, dass man sein Hobby auch mit anderen Leuten hier im Prinzip ausleben kann. Und meine Erwartungen waren eigentlich große Stände. Ich wollte mir auch einige Star Trek-Artikel holen. Ich zum Beispiel habe mir immer noch keine Sternflott-Uniform geholt. Also ich finde, das ist ein Muss für einen Star Trek-Fan. Denn es ist ja ähnlich so, wenn du ein Fußballverein-Fan bist, dann holst du dir meistens auch dementsprechend Artikel, neue Trikots und so weiteres. Und ich bin da ein bisschen sehr wählerisch und ich wollte mir einen originalgetreuen Star Trek-Uniform holen, von Star Trek TOS zum Beispiel. Und ich bin da, wie gesagt, sehr wählerisch. Und die Enttäuschung begann eigentlich schon relativ früh, muss ich sagen, wenn wir schon dabei sind. Desto weiter wollte ich die Star Trek-offizielle Raumschiffsammlung, die Sonderausgaben hier erwerben, die vor der Eagle Moss Pleite noch rausgebracht wurden. Auch die Battlestar Galactica Raumschiffssammlung, die ich ja noch nicht vervollständigt habe. Ich habe mir da die Hoffnung gemacht, dass ich in bestimmten Ständen mir das erwerben kann. Das waren eigentlich so meine Erwartungen. Und da beginne ich mal mit meinen Enttäuschungen. Mit den Star Trek offiziellen Raumschiffssammlungen, Battlestar Raumschiffssammlung, hat es leider nicht geklappt. Erstmal gab es nicht diese Sonderausgaben. Zweitens, die Preise waren einfach nur überteuert. Also ich wollte mir zum Beispiel die Battlestar Galactica Raumschiffssammlung Raumschiff Loki holen und die kostete ja normalerweise knappe 65 Euro. Tja, da haben wir Messepreise 150 Euro und wir hatten eine kaputte Loki da und die wollten mir das für 90 Euro anbieten. Das war für mich definitiv kein Schnäppchen, da habe ich Nein gesagt. Also da hat es nicht geklappt. Da gab es auch einen Stand mit diversen Uniformen, aber die waren mir alle zu sehr so China-like. Und ich bin, wie gesagt, einer, der das wirklich sehr getreu haben will. Und selbst da hat es leider nicht geklappt. Das war auch eine kleine Enttäuschung für mich. Auch ein bisschen enttäuschend fand ich, dass einige Schauspieler abgesagt haben kurzfristig. Zum Beispiel Ethan Phillips. Ich bin zwar kein großer Neelix-Fan, aber trotzdem finde ich den Schauspieler sehr sympathisch. Und war ein bisschen noch enttäuscht. Auch enttäuscht fand ich auch die Preispolitik, sprich viele haben sich auch darüber beschwert, dass man zum Beispiel für spezielle Talks extra bezahlen musste, aber die nicht wirklich abgeschirmt waren. Sprich die Paneele, die waren wirklich so dünn und außerdem die waren so platziert, dass ich hineingucken konnte. Zum Beispiel Katie Mulgrew ist aufgetreten und ich konnte alles mitkriegen. Da frage ich mich, wozu bezahlen denn die Leute mehr? Also ich habe zwar nicht das gemacht, ich hatte nur ein normales Tagesticket, ich bin mit meinem Cousin da gewesen. Und ich fand es irgendwie enttäuschend. Also ich hätte mich wirklich gefragt, warum habe ich mehr Geld bezahlt? Hätte ich das gemacht? Und da fand ich schon generell die Preispolitik der Destination schon seltsam. Auch vergleichsweise war sie wenig besucht. Also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die 2 Jahre vorher vor Corona Destination Star Trek besucht hatten, sagten auch, es ist sehr, sehr klein vergleichsweise. Du hast viel weniger Stände
Und das war auch Enttäuschung, finde ich. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, die Stände waren überschaubar. Aber nichtsdestotrotz, es gab auch natürlich positive Sachen. Zum Positiven hin, was mir den Tag gerettet hat, also da war ich mein guter Kollege Lutz von Birds of Play mit seiner guten Freundin, die Tamina. Und wir haben gemeinsam viel Spaß gehabt. Wir haben uns sehr geistig unterhalten, sage ich mal. Sehr sympathischer Typ und sehr sympathische Frau, die Tamina. Hallo Leute, herzlich willkommen. Euer Trackpoint hier heute von der Messe Destination Star Trek 2022 in Dortmund. Er ist tot, Jim. Das war auf jeden Fall für mich ein Highlight. Ein weiterer Highlight war für mich mitunter natürlich auch, dass ich einige Kollegen getroffen habe von YouTube her. Zum Beispiel Held der Steine. Fand ich auch interessanten Zufall. Und was ich auch sehr interessant fand, war auch die Leute, die da waren, die Gaststars. Also sprich, Armin Shimmerman. Der Schauspieler von Quark ist an uns vorbeigelaufen, kurz. Kate Mulgrew auch. Nun, ich bin jetzt keiner, der unbedingt jetzt ein Autogramm haben muss und dieses, ja, ich muss unbedingt anstellen und ein Autogramm haben. Aber es hat sich einfach so ergeben, gegen Abend wurde es ein bisschen ruhiger. Und da habe ich gesehen, dass der Stand von Trip Tucker und Travis Mayweather im Prinzip leer stand. Und da bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, komm, ich mache das trotzdem. Und die waren so super nett. Ich gehe dahin. Auf der linken Seite saß Strip, auf der rechten Seite saß der gute Anthony, also sprich Travis. Und ich so gehe zu Travis hin und sage, hey, love you, bro. Und er so, thank you, bro. Das war witzig. Und ich ging einfach dahin und sagte zu dem guten Trip, können wir gemeinsam ein Foto auch danach machen? Er so. Fand ich super sympathisch, die beiden. Ich habe natürlich auch einiges bekommen. Ein persönlicher weiterer Highlight natürlich war auch, dass ich ein Autogramm bekommen habe von ihm. Auch mit dem guten Connor Trinneer. Und auch ein kleines Geschenk vom Lutz habe ich bekommen. Das fand ich alles in einem sehr klasse. Die werden mir als Erinnerung bleiben. Die guten Autogramme und diesen Poster von der Destination.
Ich muss sagen, die anderen Stände waren auch relativ voll. Katie Mulgrew war mir auch ein bisschen leider zu voll. Ich hätte jetzt keine Lust gehabt, da wirklich stundenlang zu stehen. Aber nichtsdestotrotz, es hat sich so ergeben, dass ich sie trotzdem mal kurz, entgegengesetzt gelaufen sind. Sie ist an mir vorbeigelaufen, aber ich wollte jetzt auch nicht so aufdringerisch sein und fragen, ob ich jetzt Foto machen will oder überhaupt Fragen stellen. Es war an sich recht chillig. Die Stände waren eigentlich alle recht gut besucht. Auch Robert Picardo war da. Vom Weiten habe ich ihn zumindest gesehen. Der hat aber leider eine Maske an. Also da war jetzt nicht so viel was zu sehen. Vom Weiten wusste ich noch nicht mal, ob es Robert Picardo war. Auch Marina Sirtis war da. Auch eine super nette, sympathische Frau, die ich aber auch nicht vom Nahen sehen konnte. Ein bisschen tat mir die Schauspielerin leid von Star Trek Strange New Worlds. Die ist ja relativ wenig bekannt und da die Serie da relativ neu ist. Aber das ist auch der Punkt, was ich eben sagte. New Trek, sagte ich ja immer, ist gefühlt bei den Fans nicht so beliebt. Also von 10 Fans gefühlt 7 können nicht damit viel anfangen. Und nicht nur mit der Community habe ich mich darüber unterhalten, sondern auch mit anderen Leuten, die diesen Kanal zum Beispiel nicht kennen. Und ich kann es definitiv bestätigen. Gefühlt, ja, also viele sagen, mit dem New Trek kann ich nicht viel anfangen. Es gab zwar Leute, die New Trek-mäßig angezogen haben, die J.J. Abrams-Uniform hatten. Einer ging sogar als Star Trek Discovery Commander Locker durch. Auch German Zaru war sehr interessant, wirklich coole Prothesen. Der sah original aus 1:1 wie der Zaru von Discovery. Fand ich auch klasse. Aber wie gesagt, es bleibt da schon relativ kritisch anzusehen. Unter weiteren Highlights fand ich auch German Spock sehr sympathisch. Ich habe mit dem auch ein Foto geschossen. Und ich muss sagen, tatsächlich vom Weiten sieht er fast 1:1 aus wie der Original Spock. Erst wenn man näher kommt, da sieht man es, dass da schon Unterschiede gibt. Das war wiederum eines an sich recht positiv, also meine Erfahrungen. Aber für mich absoluter Highlight war eigentlich, dass ihr da wart. Viele von euch haben mich wiedererkannt und haben mich angesprochen. Und mindestens 3-mal oder 4-mal so viele Leute sind an mir vorbeigelaufen, haben mich so ein bisschen angeschaut nach dem Motto, wie kenne ich doch irgendwo den? Von wo kenne ich den bloß? Und es war wirklich super nett, mal euch kennenzulernen, denn ihr habt den Vorteil, ihr kennt mein Gesicht, ich kenne nicht euer Gesicht. Und dass dieser relativ kleine Kanal so viel Reichweite immer noch unter Star Trek-Fans hat, sagt ja was. Das ist ja, was ich sage, generell Star Trek hat es also in den letzten Jahren ein bisschen was abgebaut, in den letzten 20 Jahren. Und ich bin mir absolut sicher, wenn dieser Kanal mit dieser Qualität, ob es jetzt negativ oder positiv ist, ein Star Wars Kanal wäre, dann wären wir locker bei doppelt oder dreifach Abonnenten. Aber trotzdem, man sieht ja eben, wenn man in so eine Convention geht, ne, Bereich, wo alle Fans sich aufhalten, da wird man wiedererkannt. Und es war wirklich sehr schön, mit euch zu diskutieren. Es wurden Freundschaften geschlossen, Bekanntschaften. Und ich fand das super sympathisch. Und ihr seid eine tolle Community. Das war so im Prinzip mein Highlight. Also es gab viel Licht und Schatten. Also die Paneele waren ein bisschen enttäuschend. Die Preispolitik generell fand ich ein bisschen zu überteuert. Und viele haben auch da gesagt, also wenn es nächstes Jahr so ist, dann mache ich da nicht mit. Da gehe ich lieber zu FedCon. Das ist die noch größere Veranstaltung in Bonn. Da ist aber auch ein bisschen allgemein Sci-Fi, also im Prinzip zusammengefasst. Da ist auch Star Wars, Battlestar Galactica, Firefly etc. Die Destination Star Trek war ja eigentlich schwerpunktmäßig wirklich Star Trek und nicht Science Fiction generell. Und wie gesagt, es bleibt ein faden Beigeschmack. Ich freue mich drauf, die Schauspieler getroffen zu haben, die YouTube-Kollegen getroffen zu haben, euch getroffen zu haben. Und es war auch immer noch in dem Sinne was Besonderes, dass es eben das letzte war in Destination Star Trek und dass ich da teilgenommen habe. Fand ich in dem Sinne positiv, negativ, wie gesagt, die Preispolitik. Die überhöhten Preise fand ich nicht okay. Jedoch, das waren meine kurzen Einblicke. Wenn ihr da wart, was waren eure Eindrücke? Schreibt es doch mal in den Kommentaren. Hat euch Destination Star Trek 2022 gefallen oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Ich hoffe, dass dieses kurze Video euch gefallen hat. Ich würde mich natürlich über ein Abo und ein Like freuen. Bis zum nächsten Video, Leute. Bleibt wohl gesonnen, lebt lang und erfolgreich.